Jetzt werden wir ein bisschen wissenschaftlich, eben akademisch, empirisch, ein paar Zahlen und Statistiken. Jetzt werden all diese tollen Projekte, all diese tollen Firmen nur noch Nummern und Zahlen sein. Aber ihr seht, dahinter sind immer Menschen oder Leute mit Projekten und genialen Ideen. Ich denke, das ist super. Jetzt darf ich euch sehr gerne Markus Dapp vorstellen. Markus Dapp ist extra aus München angereist für heute. Wie? Ja, ja. Genau, das stimmt, oder? Das ist so. Hab ich gemeint. Er ist in dem Sinne ein langer Kollege von mir, weil wir haben zusammen an der ETH gleichzeitig doktoriert. Er ist auch der Erfinder des Begriffs digitale Nachhaltigkeit. Und von dem her verstehen wir uns sehr gut. Nein, er hat es kommerzialisiert. Genau. Er war der Erfinder und ich habe es dann verkauft. Genau. Nein, und von dem her haben wir jetzt in diesem Projekt wirklich zusammen gearbeitet, zusammen uns die Köpfe eingeschlagen über diese Studie. Wir haben uns gegenseitig quasi ziemlich hart rangenommen, wenn es darum ging, um die Resultate zu diskutieren, inhaltlicher Art. Vor 3 Jahren habe ich es noch alleine gemacht und jetzt eben hat es eigentlich Markus Dapp gemacht mit meiner Unterstützung. Aber in dem Sinn möchte ich auch dir jetzt das Wort übergeben, weil du hast die Resultate wirklich intus, denke ich. Merci, Matthias. Ja, freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf, obwohl es draußen natürlich viel schöner wäre. Seitenzahl, also das erste Drittel des Hefts wäre mein Part, nämlich die eigentliche Studie. Und, aber ich habe auch so einen Fachartikel noch geschrieben für die, die es interessiert. Ich sage die Seite nicht. Wenn man Glück hat und das Heft einfach aufmacht, weil das genau in der Mitte ist. Egal. Okay. Bevor wir einsteigen, der Abo Risch fällt aus, weil um die ganzen 1000 Zahlen und Grafiken jeden Balken zu diskutieren, brauche ich eher 3 Stunden und drum nichts Aperorisch. Wir machen einfach, bis dunkel wird. Und wir steigen mit was Aktuellem ein. Oder wir haben jetzt eine Studie gemacht zur Open Source Software und freuen uns alle, dass es Open Source gibt, dass es diesen Ansatz gibt, dass es dieses Werkzeug, also ich suche ein bisschen Stimme, sorry. Dass es diesen Ansatz gibt, der uns erlaubt, digitale Güter in Form von Software in großen Massen zu verwenden, zu rechtmäßigen Preisen. Dass es nicht unbedingt so sein muss, sehen wir hier, das ist eine aktuelle Meldung von vor ein paar Tagen auf Netzpolitik, einem recht bekannten Blog aus der Szene in Deutschland. Und wer von TTIP gehört hat, ich nehme an, auch die meisten hier, der kann sich jetzt gleich das nächste Kürzel hier reinziehen, TISA, wo es halt um Dienstleistungen, so was Ähnliches, aber es geht ja halt um Dienstleistungen. Und da hat der André Rebentisch, auch ein Kollege von mir, ein bisschen reingeschaut, weil natürlich wieder, inzwischen ist ja üblich, dass diese ganzen Dokumente leaken, dass wir auch was davon haben. Und da steht jetzt unter anderem drin, nach diesem geheimen Abkommen oder Vertrag, soll es eben Staaten künftig untersagt sein, den Transfer und Zugang zu Softwarequellen als Bedingung für Softwaredienstleistungen festzusetzen, wenn der Entwickler aus einem anderen Vertragsstaat kommt. Ich will jetzt gar nicht da juristisch hinein, Simon ist ja auch irgendwo, das brauchen wir alles nicht, aber einfach, nur weil es heute gut funktioniert, heißt es nicht, dass es morgen noch so bleibt. Es geht nicht nur darum, diese Software irgendwie einzusetzen und zu nutzen und technisch weiterzuentwickeln, sondern es geht auch darum, politisch und auch unter Umständen auf rechtlicher Ebene daran zu arbeiten, dass diese Förderung digitalen Gemeinguts weitergehen kann. So, genug der hehren Worte. Die Open Source Studie 2015 ist die 4. in der Reihe. Matthias Stürmer ist ja als sehr umtriebiger Mensch bekannt und die Studie gibt es auch eben alle 3 Jahre, jetzt schon eine Weile. Dieses Jahr wurde sie finanziert vom ISB, von EDUCA, Kanton Bern und verschiedenen Open Source Anbietern, die auch heute hier gesprochen haben. Und eben durchgeführt wurde sie von der Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit, da war ich jetzt die letzten paar Monate auch teilzeitmäßig dabei, was mich sehr freut. Und los geht's. Ach ja, das ist natürlich der Werbeblock für die Forschungsstelle, die macht nicht nur Open Source als Thema, sondern, ich weiß nicht, wem sagt Open Data? Nichts. Gut. Open Government als bisschen diese Idee, Open Innovation auch in der Verwaltung zu machen. Ich glaube, ich muss echt stehen bleiben. Im Rahmen der Verwaltung Open Innovation halt durchzuführen, nennt sich Open Government und dann noch ein paar andere Themen, zu denen ihr von Matthias gerne mehr erfahren könnt. So, jetzt aber.
Studienergebnisse im Überblick. Es ist ja nicht so einfach, 25 Seiten Text mit fast so vielen Grafiken irgendwie in 20 Minuten oder so. Und ich zeige euch jetzt zwar trotzdem sehr viele Grafiken, werde aber zu jeder Grafik nur ein bisschen was sagen, um ein bisschen so das Interesse vielleicht rauszukitzeln, dass Sie selber oder Sie reinschauen und ein bisschen selber die Zahlen und diese Grafiken entdecken. Ich gehe in drei Teilen vor und der erste ist sind diese Standardfragen, oder die man auch erwartet. Wer setzt überhaupt Open Source Software ein? Wo wird sie eingesetzt in diesen sogenannten Anwendungsgebieten? Und welche Dienstleistungen werden auch nachgefragt von denen, die eben Open Source einsetzen? Der vierte Teil ist eine neue Auswertung, die wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht haben. Wir haben nämlich versucht, unter den Teilnehmern, das sind 200 Organisationen in der Schweiz, herauszufinden, wer die Vielnutzer sind. Und dazu komme ich gleich noch. Kurzer Einstieg, wer hat überhaupt mitgemacht? Ich habe gerade gesagt, 200 Organisationen. Wir haben angeschrieben die Mitglieder des Swiss ICT Verbandes und die Mitglieder des SIK, das ist der Schweizerische Informatikkonferenz. Das sind im Prinzip die Pendants in der öffentlichen Verwaltung zu den Mitgliedsfirmen im Swiss ICT. Und es gibt auch ein paar Überschneidungen. Es ist nicht überraschend, dass die IT-Branche am stärksten vertreten ist mit fast der Hälfte der Teilnehmer. Die Behörden, die öffentliche Verwaltung auf allen drei Ebenen ist mit 20% vertreten und die restlichen gliedern sich relativ vielschichtig auf. Und es stimmt tatsächlich, also Schulen sind keine drin, ich habe vorher nochmal nachgeschaut. Ich denke, das liegt daran, dass in diesen beiden Mitgliedslisten vermutlich keine Schulen drin sind. Aber es wäre extrem spannend, sich zu überlegen, noch einmal eine Studie in die Richtung zu machen, die vielleicht tatsächlich auch den Bildungsbereich als sehr wichtigen Bereich fokussiert. Entschuldigung, darf ich eine Frage stellen? Ja. Industrie habe ich auch nicht gefunden rechts. Also, wie meinst du, das ist alles? Also, als Infrastruktur und Energie. Da ist das drin. Okay. Also, kommt darauf an, welche Industrie Sie meinen. Ja. Produktion, aber, ja. Produktion eigentlich, also produzierende Industrie. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich die de-anonymisierte Liste anschauen. Okay. Und schauen, wer es. Oder das war eine Selbsteinteilung. Das müssen wir anschauen. Zwei, drei Highlights. Was Sie aus dieser Folie im Wesentlichen mitnehmen können, sind diese drei Zahlen in der Mitte. Das heißt, praktisch alle teilnehmende Organisationen, also 90% im Schnitt, setzen irgendwie in irgendeiner Form Open Source Software ein. Das kann ganz minimal sein, das kann aber auch sehr ausgebaut sein in allen möglichen Anwendungsgebieten. Zu den roten Kreisen komme ich gleich noch. Größte Wachstumsfelder, wenn man jetzt in diese Anwendungsgebiete reingeht und die Frage stellt, wo wird Open Source am meisten eingesetzt und wie hat es sich dort auch entwickelt. Die zwei Kreise links, Bagels, die zwei Bagels links, sind wenig überraschend, das weiß man, oder? Die meisten oder sehr viele Webserver laufen auf Open Source Betriebssystemen und auch viele, und das hängt auch zusammen, und viele Server natürlich auch. Das ist also weniger überraschend. Was uns mehr ins Auge stach, ist das Security-Thema. Der berühmte Whistleblower kommt auch noch mal kurz vor auf einer Folie. Also Security-Anwendungen und Lösungen im Sicherheitsbereich werden deutlich mehr eingesetzt als in der letzten Studie. Und das Trendthema Cloud Computing ist natürlich auch in der Open-Source-Welt da, hat sogar den größten Zuwachs prozentual von allen Anwendungsgebieten. Ich habe hier mal nur die Top 10 Anwendungsgebiete aufgelistet. Wir haben in einem Fragebogen für die teilgenommen haben, nicht teilgenommen haben, natürlich 25 Anwendungsgebiete zur Auswahl gestellt und diese super Wahnsinnsgrafik da gibt es dann noch eine zweite Spalte, zeigt eben diese 25 Anwendungsgebiete. Was uns auffällt hier ist, in den ersten vier, die alle etwa ähnlich sind, also die dunkelroten Breitenbalken sind das für die aktuelle Studie und die kleinen gelben sind von vor 3 Jahren. Also die Top 4 im Prinzip sind die zwei von gerade eben. Also, wo war es jetzt? Sorry. Hier, die zwei. Und die anderen beiden sind Datenbanken, ist auch wenig überraschende Programmiersprachen. Ja, da nickt man irgendwie einfach nur und sagt, ja klar, also die meisten Programmiersprachen sind irgendwie Open Source, aber reden man gar nicht groß drüber, weil es ja Werkzeuge für Erstellung von Lösungen sind. An fünfter Stelle kommen schon Content-Management-Systeme, also CMS-Systeme.
Security, habe ich eben gerade gesagt, ist von damals 2 vorgesprungen, ebenso wie das Cloud-Thema, was Sie gerade eben auf der Folie gerade eben gesehen haben. Das sind im Prinzip großen Veränderungen. Alle anderen haben sich ja nicht dramatisch entwickelt. Zu den blauen komme ich gleich nochmal separat. Wir haben auch gefragt nach der gleichen Auswahlliste von diesen 25 Anwendungsgebieten, wo braucht Ihre Organisation oder wo hat Ihre Organisation Bedarf an Dienstleistungen in diesen 25 Gebieten, heute oder auch in den nächsten 3 Jahren? Und an erster Stelle mit fast 90% ist diese Erwartung, dass diese Software, die wir einsetzen, halt regelmäßige Updates bekommt, vor allem Security Patches. Das ist wahrscheinlich in der proprietären Variante nicht viel anders, nur kommen Sie da nur quasi einmal im Monat, dienstags oder je nachdem, wer der Hersteller ist, halt zu irgendeiner anderen Taktung. Und der Vorteil in der Open-Source-Welt ist natürlich, dass Sicherheitspatches viel schneller eingespielt werden können und bereitgestellt werden. Das haben wir auch letztes Jahr gemerkt, da kommt nachher auch noch der Heartbleed, die SSL-Problematik, die bestand und sie bestand auch über eine längere Zeit und das kann man auch gut diskutieren, warum das so war. Aber es war halt auch so, dass es in sehr kurzer Zeit eine Fehlerbehebung gab und ein entsprechender Code bereitgestellt wurde, der das Problem anging. Interessant am zweiten Punkt ist, dass ja, Gewährleistung, dass diese Software irgendwie funktioniert und jemand quasi verantwortlich ist, dass diese Software funktioniert, diese Erwartung ist schon da, insgesamt für viele Leute, für viele Organisationen. Interessant ist, dass dieser Punkt ist uns wirklich sehr wichtig, verhältnismäßig gering ist. Also wenn man nur nach den Dunkelroten sortiert hätte, wäre diese Gewährleistung ziemlich ins Mittelfeld abgerutscht. Also das sagt uns im Prinzip ja, man hat schon noch die Erwartung, dass man irgendeinen Anbieter als Gewährleister hat, wo man hingehen kann und sagen kann, das tut nicht, tut was, aber es ist nicht mehr so, also in der Frühphase von Open Source war das noch irgendwie viel mehr da, ja, es gibt keine Haftung mehr angenommen und keiner kann Support liefern und so. Das Feld bewegt sich und entwickelt sich weiter und das sieht man zum Beispiel auch daran, dass der Haftungspunkt ziemlich weit abgeschlagen ist inzwischen. Und überhaupt die Rechtsthemen ein bisschen nach unten gerutscht sind, auch der Rechtsschutz an sich. Die anderen unter den ersten 4 sind wieder irgendwie klar, oder man möchte gut dokumentierte Softwarewerkzeuge einsetzen, man möchte irgendeine Art Supportgarantie, dass man halt jemanden an der Hand hat, der sich wirklich gut mit diesem Code auskennt und ihm weiterhelfen kann. Und eigentlich erst ab Punkt 5 ab hier kommen eigentlich Punkte, die wirklich das typische Open Source darstellen, oder? Die Kompatibilität untereinander, die Möglichkeit Anpassungen vorzunehmen, ob man sie jetzt selber macht oder machen lässt. Und das Thema Fachwissen ist eigentlich erst weiter unten hier, im unteren Drittel, zweiten Drittel. Mit anderen Worten, das Feld bewegt sich und entwickelt sich, es reift auch heran. In den früheren Studien waren diese Probleme, in Anführungszeichen, mit mangelndem Fachwissen intern und extern noch viel stärker, wie wir gleich auch noch sehen werden. Jetzt zu diesem neuen zu dieser neuen Auswertung, also wir hatten diese 25 Anwendungsgebiete und haben uns überlegt, okay, jetzt könnte man ja daran ein Ranking bilden und sagen, wir nennen die Vielnutzer, die in vielen Anwendungsgebieten auf Open Source Software setzen und dann halt eine Gruppe Durchschnittsuser oder Nutzer und wenig Nutzer. Und wir haben es so gemacht, dass wir einfach den Median genommen haben, das ist quasi die Anzahl, die meisten Organisationen nutzen. Mit anderen Worten, die meisten Organisationen haben 8 Anwendungsfelder angekreuzt. Dann haben wir eine Standardabweichung nach oben und unten gemacht, das war 4. Also gibt es sich ein Range von, was habe ich jetzt gesagt, genau von 4 bis 12. Und das sind unsere Durchschnittsnutzer und die drüber sind, sind viel Nutzer und die drunter sind, sind halt wenig Nutzer. Und was hier auffällt ist, wenn man wieder unsere Unterteilung anschaut, dunkelrot sind die Vielnutzer,
dass sie in der IT selber vielleicht wenig überraschend relativ stark vertreten sind, aber leider in den Behörden sehr gering vertreten. Also mit anderen Worten, der Einsatz von Open Source in der Verwaltung ist im Verhältnis weniger ausgebaut oder weniger breit wie in der IT-Industrie und aber auch selbst weniger als in den anderen Branchen, die teilgenommen haben. Teil 2, wieder ungefähr so drei Folien, drei Bilder. Jetzt die Frage, warum Open Source überhaupt eingesetzt wird, also was sind die Einsatzgründe, und natürlich auch als Gegengewicht die Frage, was verhindert oder behindert den Einsatz von Open Source Software, also Hemmnisse. Ja, Gründe für Open Source Einsatz, das ist die Headline von einem Artikel von Wired letztes Jahr, ich glaube im April 2014. Inside the operating system Edward Snowden used to evade the NSA, und dieses Operating System, das er verwendet hat, heißt Tails und ist eine besondere Version des Linux-Betriebssystems, die einfach sehr auf Anonymität, auf Verschlüsseln, auf Privacy ausgelegt ist. Also wenn das interessiert, Linux Tails mal suchen. Gründe für den Open-Source-Einsatz sind auch vielfältig, konstant aber, ziemlich konstant im Vergleich zu der Studie von vor 3 Jahren. Offene Standards als Grunderwartung oder als wichtigster Grund für Open Source einzusetzen, ist nach wie vor an erster Stelle. Neu aufgerückt um 2 Positionen nach vorne ist der Austausch mit der Community. Also ich glaube, Organisationen fangen nun an, besser zu verstehen, wie Open Source funktioniert. Dass es eben diese Community gibt und man nicht mehr wie früher einfach sagen kann, ja, es gibt irgendwie gar keinen Support und ich kann irgendwie niemanden fragen, wenn es keine Firma gibt, sondern es gibt diese Community, man muss nur anders mit dieser Community kommunizieren und interagieren, und das ist einfach anders wie früher. Und ich glaube, dieses Bewusstsein entwickelt sich langsam und darum kommt das auch hier zu tragen in diesen Argumenten. Einsparungen sind ein bisschen zurück. Also dieses Argument, ja, man spart viel Geld mit Open Source, ja, das ist da. Wir kommen noch im dritten Teil noch kurz zu ein paar Details hierzu. Aber es ist nicht der wichtigste Punkt. Das muss man offensichtlich so sagen. Unabhängigkeit ist klar. Also dieser bereits heute, ich glaube, mehr als einmal erwähnte Vendor-Lock-In, also die Abhängigkeit von einem, in der Regel einem Hersteller und dessen Produkten, möchte man vermeiden. Und das ist einer der wichtigen Top 4 Gründe, warum man Open Source überhaupt einsetzt in der eigenen Organisation. Security habe ich schon kurz ein bisschen angesprochen. Eben die Tatsache, dass man im Vergleich schneller Updates erhält, wenn es Probleme gibt. Was natürlich zusammenhängt mit dem Punkt 6, dass der Code anpassbar ist von sehr vielen Leuten, verhältnismäßig vielen Leuten, und dass er halt öffentlich zugänglich ist. Ja, die anderen Punkte möchte ich gar nicht groß drauf eingehen. Das ist vielleicht noch interessant. Es gibt noch ein paar lustige Bagel-Grafiken in der Studie, die ich jetzt hier nicht zeigen werde, weil sie ein bisschen schlecht zu lesen wären und auch einfach zu vieles Material. Aber wenn Sie die mal anschauen, die zu dem Thema, zu der Frage gehören, werden Sie sehen, dass die Verwaltung den Punkt, also dass Open Source Innovation und Wettbewerb fördert, ist für die Verwaltung viel wichtiger als Argument, als für die halt im Wettbewerb stehen. Das ist auch nicht unbedingt überraschend, oder? Man sagt schon, ja klar, wir finden es alle gut und unser Geschäftsmodell beruht auf Open Source und wir wollen das auch, wir fördern das auch. Aber trotzdem, klar, so richtig einfach sagen, ja, wir wollen mehr Konkurrenz, das ist super, das machen Anbieter nicht. Wohingegen die Verwaltung natürlich profitiert von dieser Offenheit des Codes, die da halt bedeutet, dass automatisch alle Anbieter, die fachlich in der Lage sind, mit diesem Code zu arbeiten und Dienstleistungen anzubieten, potenziell Konkurrenten werden können. Die analoge Frage nach den Hinderungsgründen oder halt auch Hemmnissen sieht so aus. Wir haben neu, oder es geht ja immer darum, auch ein bisschen den Fragebogen anzupassen, wenn man merkt, dass das bestimmte Themen auch gar nicht passen mehr, weil sich das Feld einfach entwickelt. Wir haben 2 neue dazugenommen, die prompt ganz hoch gepusht wurden. Das Thema Schnittstellen oder das Fehlen von Schnittstellen und bestehende proprietäre Systeme, die den Wechsel auf Open-Source-Lösungen behindern. Schnittstellen ist ein interessantes Thema.
Und man könnte jetzt meinen, also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, das zu interpretieren, und ich tendiere eigentlich zu der zweiten. Die erste wäre, ja klar, diese Software-Werkzeuge, die wir da einsetzen können, die haben halt das, was sie anbieten an Schnittstellen für Dateien oder Tagungsprotokolle. Und weil die nicht gerade mit dem übereinstimmen oder zu dem passen, was wir schon haben, geht es halt nicht. Man könnte aber auch sagen, das Problem ist, sind die bestehenden Schnittstellen oder die Schnittstellen der bestehenden Systeme. Und die sind ja sehr häufig, also einerseits sind die Systeme proprietär und andererseits sind auch die Schnittstellen dieser Systeme proprietär. Und dann ist es eben, wenn man sich das so überlegt, dann versteht man recht schnell, dass es schwierig ist für Open-Source-Projekte oder auch Anbieter im Open-Source-Bereich, hier wirklich gute Schnittstellen anzubieten. Also es ist einfach schwierig, weil ich das Gegenstück nicht als Blackbox habe, vielleicht auch als Greybox, aber sicher nicht so transparent, wie ich es bräuchte. Und ich müsste zum Hersteller hingehen, müsste vielleicht irgendwelche vertraglichen Dinge regeln, dass ich das anschauen dürfte und so weiter. Und das ist ein großes Problem, weil natürlich die bestehende IT-Welt zum absoluten Großteil proprietäre Systeme sind, mit proprietären Schnittstellen. Ja, entsprechend sind ein paar andere Punkte ein bisschen zurückgerutscht, diese Lieferantenhaftung und dass man eben ein Support-Level möchte, der halt vergleichbar ist zur proprietären Welt, dass es eine Enterprise-Version gibt und 24/7, wenn man das braucht und solche Dinge. Interessant ist der Funktionsumfang, und jetzt sind wir auf der Folie, wo ab Punkt 5 der Satz kommt, ab Punkt 5. Also erst ab diesem Punkt geht es um die Software an sich. Die oberen vier Punkte sind alle dieses Drumherum. Das hat nichts damit zu tun, ob dieses Stück Software für meine Zwecke geeignet ist oder nicht. Was es kann quasi. Und was die Software kann, nämlich der Funktionsumfang, kommt tatsächlich erst an vierter Stelle. Und erst an der kann man über die Software an sich reden. Das andere ist dieses Drumherum, dass es Legacy, im Prinzip Legacy-Systeme sind. Ja, ich glaube, ich gehe lieber weiter. Ich lasse Ihnen noch ein paar eigene Entdeckungen machen. Letzter Teil, Thema Kosten. Natürlich nach wie vor ein wichtiges Thema. Wir haben gefragt, wo wird eingespart mit Open Source und versucht herauszufinden, wie viel denn eingespart wird. Und weil wir jetzt ja auch viel und wenig Nutzer haben, konnten wir ein bisschen analysieren, wer denn am meisten spart, was auch eine interessante Frage ist. Erstmal auf der rechten Seite, die Balken sagen uns, dass fast die Hälfte der Teilnehmer, diese 45% hier, überhaupt mal Einsparungen erzielen. Das heißt, mit anderen Worten, die Hälfte der Leute, die Hälfte der Organisationen, die Open Source einsetzen, sparen damit auch. Messbar. Der nicht messbar Balken ist leider etwas hoch für meinen Geschmack, mit über einem Drittel. Und das muss man auch kombiniert sehen mit dem Punkt keine Angaben. Also ich habe ein paar Vermutungen hier. Eine Vermutung, warum keine Angaben relativ hoch ist, könnte sein, dass man halt über diese Budgetsache nicht sprechen will, obwohl wir jetzt eher zahm gefragt haben, keine wirklichen Geldbeträge oder Größenordnungen, sondern mehr so prozentual vom IT-Budget und so weiter. Und trotzdem hat jede achte Organisation gesagt, mache ich keine Angaben jetzt. Wir wissen nicht, heißt das, die sind eigentlich da und wollen es nicht sagen, oder sie sind da und wollen es nicht sagen, ist schade. Vielleicht können wir da nächstes Mal ein bisschen anders fragen, dass wir da noch ein bisschen die Zahl runterkriegen. Und dieses ein Drittel glaube ich halt einfach irgendwie nicht. Die erste Folie, die ich gezeigt habe, die zweite hat gezeigt, dass 90% der Organisationen, egal in welcher Branche, Open Source Software einsetzen. Und das heißt in vielleicht 8 Anwendungsgebieten, was ja nicht so wenig ist. Und jetzt kann es einfach auch sein, dass sie das nicht messen. Und deshalb sagen, wissen wir nicht, ist nicht gemessen, sofort nicht gemessen worden. Weil es fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass man es nicht messen kann. Also ich hätte eher noch gesagt, ich hätte eher noch erwartet, dass vielleicht dieser Wert höher ist, dass ein paar sagen, nee, also bei uns war es einfach mühsam und es hat nicht geklappt und so weiter und es war teuer. Das ist aber relativ gering und nicht messbar ist einfach ein Drittel. Bitte. Ja, ich sehe einen anderen Aspekt und zwar, dass die Leute es gar nicht wissen, weil wer würde wissen, was ein CMS heute kostet? Ja, genau. Ja? Was soll er dafür für einen Preis annehmen? Also ich glaube eher, dass das
die Aussage ist davon. Okay. Oder für einen Webserver. Dass man vielleicht nächstes Mal fragen oder einfach die Möglichkeit, können wir nicht beziffern, nicht. Ja. Dass man das klar macht. Können wir nicht beziffern. Ich glaube, das ist eher der Grund. Ja, weil was soll sowas kosten? Ja. Oder ein Open Source CRM. Ja. Okay. Man beschäftigt sich sicherlich nicht mit den Kosten, die sowas kosten würde. Hypothetisch, wenn ich das Open Source einsetzen kann. Ja. Wobei es natürlich sinnvoll wäre, das zu tun, um gegenüber dem Management zu erklären, dass es eigentlich etwas gebracht hat. Also eigentlich wäre es schon im Interesse der Verantwortlichen, aber ich stimme schon zu, dass es... Ja, ich glaube, also das Management gibt ja auch oft vor, dass eindeutig nach Open Source gesucht, also einzusetzen ist. Ja. Jetzt noch kurz zum Bagel-Links. Da haben wir die in diesen 45% drin sind, gesagt haben, ja, wir haben was eingespart, gefragt, wie viel denn in Prozenten vom IT-Budget. Und man sieht, über die Hälfte haben verhältnismäßig wenig eingespart, Schätzung 5-10%. Und je dunkler der Rotton wird, umso mehr wurde eingespart. Und im dunkelroten Bereich, also diese 20% hier, 20% hier, haben auch 20% oder mehr des eigenen IT-Budgets eingespart durch den Einsatz von Open Source. Also durchaus Zahlen, mit denen man das Management überzeugen oder bestätigen kann, in dem, was sie tun bezüglich Open Source. Wir haben dann noch gefragt, wo eingespart wurde, also in welchen Bereichen und Kostenarten. Und haben hier, die Frage gab es letztes Mal schon, nur die Auswahlmöglichkeiten haben wir ein klein bisschen angepasst. Letztes Mal gab es einen Punkt, der hieß einfach Lizenzkosten, pauschal. Und wir haben uns überlegt, vielleicht macht es einen Unterschied, ob man fragt, Lizenzkosten einmalig irgendwie bei der Anschaffung oder wiederkehrende. Das Ergebnis ist, hat nichts gebracht, sind einfach quasi fast gleich und sind beide vorne, können wir uns also nächstes Mal wieder sparen. Aber die Botschaft ist, Lizenzkosten stehen nach wie vor an erster Stelle. Bei den Kostenarten, wo man mit Open Source Software spart. Wartungskosten sind vorgerückt, zwei Positionen im Vergleich zu letztes Mal. Wir haben auch noch eine Frage zu den Erwartungen, die zeige ich jetzt gar nicht, aber es ist interessant, das können Sie nachlesen. Die Aussage ist, dass die Teilnehmer bei den Wartungs- und Supportkosten mehr gespart haben, als sie vor 3 Jahren erwartet hätten. Sieht man, wenn man eben das noch mit der anderen Frage zusammen anschaut. Der vierte Punkt ist deshalb spannend, weil auch für die gilt, die gar nichts mit Open Source machen und im Extremfall nicht mal vorhaben, was mit Open Source zu machen. Die gehen einfach hin und sagen, ja, wir brauchen neue Lizenzen und wir haben uns überlegt, wir könnten auch Open Source nehmen, macht uns mal ein Angebot dagegen. Es stärkt einfach die schiere Existenz von Open Source Alternativen in bestimmten Bereichen, stärkt die Verhandlungsposition mit proprietären Anbietern. Klar. Hardwarebeschaffung ist auch so ein Punkt, wie die Wartungskosten hatte man auch weniger erwartet, ist jetzt mehr gewesen. Und hier in zwei Präsentationen, Michael von der Adfinis und André von Puzzle, ihr habt ja über Gemeinschaftslösungen gesprochen. Also Gemeinschaftslösungen heißt, eine kleine Gruppe, vielleicht Kantone oder wer auch immer, die Interesse an einem bestimmten Tool haben, finden einen Anbieter wie euch und ihr macht das zusammen mit denen. Das sind vielleicht 3, 4, 5. Die sagen, okay, wir teilen uns die Kosten durch 5 und am Schluss haben wir ein Open-Source-Tool, das uns allen dient, mit einem Kern und mit leichten Ausprägungen in die eine oder andere Richtung, wie wir es halt brauchen. Konsortiale Softwareentwicklung ist ein anderer Begriff dafür, weil es halt ein Konsortium ist, das dann machen würde. Und den Punkt hatten wir hier auch drin. Leider ist er komplett abgeschmiert. Der war letztes Mal hier oben irgendwo, ist um 3 zurück und es ist wirklich sehr gering. Und da wäre es durchaus mal wert, sich zu überlegen, warum das so ist. Ob vielleicht noch einfach die Vorstellung fehlt, dass man das so tun könnte, weil es einfach noch nicht ein sehr verbreitetes Modell ist. Für die wissen, dass es dieses Modell gibt, ist vielleicht, ja, sollen wir da mit den Konkurrenten zusammen irgendwas machen? Geht das überhaupt? Ist das nicht so gefährlich? Und dann schlicht einfach, dass man nicht weiß, wie man das irgendwie koordiniert kriegt, weil es ist schon managementmäßig ein anspruchsvolles Ding. Man hat dann 5, 6 Partner, man hat vielleicht eine Community, die nicht so richtig in diesen 6 Partnern drin ist, sondern ein bisschen extern und sollte das irgendwie koordinieren, dann soll auch was rauskommen. Das ist durchaus eine Herausforderung. Personalkosten sind keine Schuld.
Letzte Folie. Wir haben ja diesen Einsatzgrad, den ich vorher kurz erwähnt habe, neu eingeführt, wo wir sagen, in wie vielen Anwendungsgebieten setzt die Organisation Open Source ein. Das ist ein hoher oder ein tiefer Einsatzgrad, sind viele Nutzer oder wenig. Hier auf der rechten Hälfte mit den breiten Balken sieht man, dass die vielen Nutzer oder dass die Gruppe, wo sagt, ja, wir haben Einsparungen erzielt, die wir auch messen können, ist die Gruppe der vielen Nutzer am größten. Mit anderen Worten, dort, wo Open Source viel eingesetzt wird, ist das Potenzial, hohe Einsparungen zu erzielen, am größten. Interessanterweise gibt es keine vielen Nutzer, die Mehrausgaben hatten. Und wenn man links noch rüber geht, das ist wieder analog zu vorher, wo wir dann quasi die Größenordnung der Einsparungen erfragt haben in Prozent vom IT-Budget, stellt man zwei interessante Dinge fest. Erstens, dass bei den niedrigen Einsparungspotenzialen, also bis zu maximal 20% des IT-Budgets, das schafft man auch, wenn man quasi wenig Open Source einsetzt. Wenn man zu den wenig Nutzern gehört, das sind die zwei hellen Quadrate hier oben. Wenn man aber richtig sparen will, muss man auch richtig Open Source nutzen. Dann reicht es nicht so ein bisschen in ein, zwei oder drei Anwendungsgebiete, sondern dann sieht so aus, als ob man, es korreliert zumindest, es sieht so aus, dass man hohe Einsparungen erzielt, wenn man wirklich viel Open Source einsetzt, oder? Und 4,5 und dann noch 1, das ist ja fast 100% von der ganzen Box und hier ist es ähnlich. Das heißt, viel Einsparung geht zusammen mit hohem Einsatzgrad von Open Source. Das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Interesse erzeugen. Mehr geht, glaube ich, eh nicht in der Viertelstunde in diese gut gelungene, wie ich unbescheiden sagen möchte, für uns drei hier, die wir involviert waren, reinzuschauen und sich das in der ruhigen Minute mal wirklich zu Gemüte führen, ein paar eigene Schlussfolgerungen zu ziehen fürs eigene Unternehmen, die eigene Organisation. Download gibt es natürlich auch bei CA Open, nicht nur bei Swiss ICT. Und ein Student von Matthias hat noch eine Web-App programmiert, die einige der Grafiken ein bisschen interaktiv aufbereitet hat. Ich lade Sie ein, sich das mal anzuschauen. Ist recht gut gelungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Markus, für deine gute Präsentation dieser umfangreichen Studie. Wie gesagt, ihr habt das Ganze ausgedruckt vor euch. Es gibt einige Exemplare noch da, ihr könnt die möglichst alle mitnehmen, damit wir die nicht nach Bern heimnehmen müssen. Also ihr könnt auch gut 10 Stück mitnehmen oder so und noch weiter verteilen. Ich will noch ganz kurz zum Abschluss, nicht noch lange Worte verlieren, aber noch ein paar wichtige Sachen sagen. Die Resultate, denke ich, sind positiv, das ist meine Meinung. Und da haben wir sicher einige neue Erkenntnisse jetzt auch für die nächsten 3 Jahre, bis 2018, wenn es dann wieder heißt Open Source Studien. Die Web-App ist, wie gesagt, wirklich lustig, klingt gelungen. Nur ganz kurz, 1, 2 Klicks will ich euch zeigen. Nein, das ist in dem Sinn eine Kombination eben aus verschiedenen Kompetenzen von unserer Forschungsstelle, dass eben Open Source und dann eben noch bestimmten Visualisierungs- und Animationsmöglichkeiten, also da kann man gewisse Sortierungen machen, die man sonst nicht machen kann, oder eben Sortierungen nach 2012, wenn man schauen will, damals war die Datenbanken so oberst, oder im Vergleich der verschiedenen Sektoren kann man schauen, wie beispielsweise Behörden, ICT, muss es heißen, und andere Firmen sich verhalten, also da kann man eben diese Sortierung entsprechend etwas anpassen oder eben auch die Einsatzgründe nochmal neu anordnen nach verschiedenen Unternehmensgrößen. Wir laden Sie ein, eben auch diese Zahlen etwas zu erforschen. Sie können uns das gerne zu uns zurückmelden, wenn Sie neue Erkenntnisse haben. Wir haben eben 3 Jahre Zeit da, unsere Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine wichtige Schlussfolgerung vom letzten Jahr war ja unter anderem, dass dieses Open Source Directory entstanden ist. Das ist auch ganz kurz erwähnt in der Studie. Das ist momentan, denke ich, ziemlich etabliert. Da sind viele, also ich würde sagen,
99% der Open-Source-Firmen in der Schweiz haben da einen Eintrag, können sich da quasi, das ist Adfinisei Group, kann man schauen, eine Firma, die auch das auch unterstützt hat, kann man schauen, was machen die genau und eben, wo haben sie schon Projekte umgesetzt. Wir haben gehört, beispielsweise GAMAG im Kanton Uri, kann man schauen, was ist das genau, und dann sieht man eben GAMAG beispielsweise, kann auf dieses Open-Source-Produkt drauf und kann schauen, wo wird das sonst noch eingesetzt in diesem Kanton, da fehlen noch ein paar Referenzen. Also das wäre der Aufruf an die Dienstleister, ihre Referenzen zu vervollständigen. Gleichzeitig gibt es aber auch einen Aufruf an Schulen oder Unis oder Firmen wie die Post, die Open Source in dem Sinn nutzen, weil eben unter den Referenzen kann man selber sagen, man möchte schauen, was macht denn die Post beispielsweise so mit Open Source, und hat dann, na gut, Postgis, okay, irgendwo soll dann die Post mal kommen. Ja, kommt die Post, genau, die Schweizerische Post. Also sie haben zum Beispiel einen Postcard Creator gemacht, aber wenn man auf diesen Link klickt, sieht man dann die anderen Referenzen, wo überall Open Source bei der Post eingesetzt wird, und das kann man auch als Post dann wiederum, wenn jemand von der Post ist, weitere Einträge ergänzen. Und so helfen wir eigentlich dieses Ökosystem von Open-Source-Firmen mit Anbietern, mit Nutzern, mit Produkten und Projektbeispielen zu komplettisieren.